Hallo Leute, willkommen zurück zu Surviving Mars. Es geht weiter. So, die Kuppel, die müsste eigentlich noch abgeschalten sein. Richtig, die habe ich beim letzten Mal deaktiviert. Kurz einen Überblick verschaffen. Die letzte Aufnahmesession ist ein paar Tage her. Daran kann ich mich noch erinnern, dass ich die abgeschalten habe. Aber wir müssen erstmal durchschauen, ob sonst alles fit ist. So, wie sieht es damit aus? Reparieren ist soweit erstmal nicht... Oh, doch hier der. Reparieren. Wartung. Die Teile... Oh, die sind aber mitgenommen. Oh, Alter. Wartung. So. Wir brauchen jetzt endlich mal eine Kolonie. Erste Frage ist, haben wir dafür denn jetzt genügend Rohstoffe am Start? Netzressourcen sieht gut aus. Sauerstoff... Na, ist noch nicht so viel. Aber es müsste eigentlich alles aktiv sein, ja? Was fehlt denn da noch? Warte, nichts Metallextraktor, wieso geht der noch nicht? Nicht genug Arbeiter? Der... Oha, ach ja, die habe ich ja gebaut, richtig. Und wir können uns eine Rakete holen jetzt eigentlich. Wir haben ja keine mehr hier. Cool. Und, was ist hier? Was? Wie? Überschüssige Wasser- und Sauerstoffversorgung ist eine Möglichkeit, diesem Risiko fort... Ach so, falls etwas kaputt geht. Ich verstehe. Ein Staubteufel. Ja, so eine Windhose. Hä? Mach erstmal so. Wobei, eigentlich, komm, wir haben die ganze Zeit so gezockt. So, dann fordern wir jetzt eine Rakete an. Eine Passagierrakete. Ah, ich hoffe, das klappt jetzt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Altersgruppe. Wieso sind hier so viele Filter drauf? Warte, zurück. Erstmal alle Filter abstellen und dann gucken wir mal, wer da so am Start ist. 83 von 83 Eigenarten. Guru. Komm, ist mir egal. Tourist, Veganer. Gut, es gibt eh nur Veganer, deswegen lasse ich die dabei. Schwächen ist auch egal. Geschlecht. Anders. Leider erstmal nicht. Spezialisierungen. Auch, komm, wir nehmen jetzt volle Power. Es ist völlig egal, denke ich jetzt. Starten. Für null? Ach, Quatsch. Zurück. Wir brauchen... Wie viel können denn hier rein? 8 Arbeits... 0 von 0 Kolonisten. Wie... Ja, habe ich die noch gar nicht bebaut? Ach, guck mal an. Ich dachte, das hätte ich schon gemacht. Na gut. Bauen. Aha, jetzt passiert was. Ein Wohnquartier. Ach, ich habe diese Apartments noch nicht erforscht. Das ist vielleicht der Grund, weil ich die unbedingt haben wollte. Wo sind die Apartments? Hier. Ah, das braucht noch ein bisschen. Naja, ich könnte jetzt sagen, bis die hier oben sind, kein Problem. Was, da unten ist eine Anomalie? Ja gut, wo ist denn da mein... Das ist der Erkunder. Hat er denn noch genug Benzin? Kommt er da hin? Riskieren es mal. Ja, das habe ich... Das ist halt blöd, ne? Wenn ich es nicht schaffe. Egal. Aber da stand irgendwas dabei. Verbleibende Dauer. Also es ist gerade ein Meteoritensturm. Das wissen wir. Weg damit. Ich lasse das mal da oben an, um es zu beobachten. Anomaly found. Boah, hier unten ist echt... Alter, krass. Durch die Meteoriten sind da Anomalien. Es ist aber sehr gefährlich, da jetzt vielleicht lang zu fahren. Die Frage ist, kommt er überhaupt dahin?
Nee, kommt da gar nicht hin, oder? Wie soll ich denn da hinkommen? Der kommt nicht durch diese Gebirgskette. Okay, dann ab zurück. Hallo, zurück. Zurück mit dir. Wow, fahr da mal durch. Brauchen wir nicht auslagern. Wie sieht es denn generell noch mit den anderen Rohstoffen aus? Also Metalle, sehr gut. Beton, sehr, sehr gut. Nahrung. Nahrung ist echt ein bisschen wenig, ne? Dann holen wir erstmal noch ein Frachtschiff. Ein Frachtschiff, eine Frachtrakete. Und zwar, wir nehmen mit ganz viel Nahrung. Und nochmal von diesen Teilen. Orbitalsonde brauche ich eigentlich nicht. Fertigbauten. War vielleicht hier noch was Cooles dabei. Kann ich die denn schon bauen? Ich weiß es gar nicht. Ich habe 4 verfügbare Raketen. Wir packen hier nochmal ein bisschen was drauf. Kann ich Schaden, auch Nahrung noch ein bisschen mehr. Sicher ist sicher. Geht immer noch was. So, das ist ordentlich an Rohstoffen, aber brauche ich. Immer wieder einen Blick auf. Ich will Forschung anschauen und klicke immer das Falsche an. Ah ja, richtig, diese Wasserrückgewinnung, die brauche ich auch. Das sparen wir nochmal eine Menge. Wie sieht's denn mit dem Strom aus? Oh, der... Ach, ist bereits angefordert. Für alle Stromakkumulatoren aktivieren. Ist nicht so sinnvoll, ne? Keine Ressourcen, verdammt! 19 Stunden, also es geht nach unten hier. Mach ihn weiter. Hier hinten, hä? Ich denke, das ist eine gute Wahl. Strom, Sauerstoff, Wasser. Ich weiß nicht genau, wie das sich mit dem Wasser hier verhält. Sauerstoff und Wasser haben wir ja ein bisschen Überschuss. Aber in der Kuppel natürlich nicht, weil es noch nicht verbraucht werden kann. Das ist der Grund, nehme ich an. Habe ich denn jetzt noch irgendwo Metalle, die ich abbauen könnte? Wo haben wir denn hier den Erkunder, Transporter? Der steht hier. Oh, was ist denn da los? Ich bin aber nicht beladen, ne? Hä? Die sehen doch gut aus. Egal, fahrt mal hier hin. Nochmal aufladen und dann. Der müsste voll. Der ist auch nicht voll. Da gibt es Wasser. Aber haben wir ja hier unten schon. Ah, ich sehe gerade. Für alle Wassertürme aktivieren. Und was braucht er dafür? Metall. Was sonst? Ja, wenn die Raketen... Ich kann eigentlich das Passagier... Was? Wo? Auch da unten, ne? Krass, die Meteoriten bringen voll Zeug. Aber ich komme da nicht hin. Wie kann man denn da durch? Durch so eine Gebirgskette. Habe ich noch gar nicht nachgeguckt. So, Passagierrakete, volle Ladung, würde ich sagen. Starten. Trotzdem starten. Ich nehme mal an, bis die hier ist, haben wir die Forschung fertig und können dann hier bauen. In der Zeit baue ich schon mal die anderen Sachen da rein. Oh, da ist es doch schon. Nice. Wo machen wir weiter? Ewige Fusion.
Ah, die erste ist da. So, die landet auf jeden Fall hier in der Nähe meiner Lagerhaltung. Und wir müssen nochmal schauen. Wir hatten ja die Teile hier versetzt. Sehr schön, es sind alle in dem Bereich. Das ist schon mal der ganze... Also die drei Bezirke hier, die habe ich schon mal abgedeckt. Haben wir noch Betonvorkommen? Da ist zwar noch was drin, aber das Teil da... Ich kann es noch nicht komplett abreißen. Da fehlt eine Eigenschaft. Ich weiß nicht welche. Stilllegungsprotokoll. Ja, dann würde ich doch sagen, machen wir das hier unten mal weg. Machen das da rein. So, aber jetzt kommen, bauen. Kuppeln. Ach so, das ist so ein Durchgang. Häuserbildung, Forschung, Kuppelservices. Wo war denn dieses Lebensmittelgeschäft? Genau. Eine Krankenstation auf jeden Fall. Elektronikladen. Eine Kindertagesstätte, ich weiß nicht. Lohnt sich das? Forschungslabor. Ich glaube, das lohnt sich. Und komm. Ne, wir warten mal ab. Oder? Wir bauen Apartments. Damn. Und? Nein. Die Wasserrückgewinnung habe ich noch nicht erforscht. Wo ist die denn? Da ist sie. Die Priorität muss geändert werden. So, was natürlich ganz nice wäre. Nice one. Wo ist es denn? Das ist ein Klonbehälter. Ich klone dich. Wir haben ja noch gar nichts, um Essen herzustellen. Ja, hier kann ich eine Farm bauen. Das muss eigentlich auch erforscht werden. Ich bin das jetzt irgendwie... Warte mal. Magnetfilterung, egal. Stilllegungsprotokoll. Auch erstmal nicht ganz so wichtig. Keine Arbeit mehr und bringen 150 Leistung. Das ist gut, aber ich habe noch gar keinen Fusionsreaktor, ne? Aber den kann ich dann wahrscheinlich bauen. Boah. So, warte. Die ist gelandet. Wird die entladen? Sektor scan. Ja, die wird entladen. Und jetzt bin ich gespannt, was passiert mit den Menschen? Freundschaft! Full of hope and determination. Ja, ich weiß. Meilenstein erreicht. Gründer. New colonists have arrived. So, jetzt habe ich echt... Jetzt wird's interessant. Jetzt muss ich halt gucken, dass die überleben und nicht mit der nächsten Rakete abhauen wollen. Okay, die ist aber noch nicht aufgetankt, oder? Tatsächlich ist die schon aufgetankt, aber die muss noch entladen. Wo sind denn jetzt hier die Leute hin? Kolonisten, 12 von 24, aber ich habe dort 83 mitgebracht. So, da wohnt schon ein paar.
Also, muss mit einem Stromerzeuger verbunden werden. Das habe ich ja noch gar nicht gemacht. Habe ich noch nicht gemacht. So, das sollte jetzt aber gehen. Hätte auch gleich mal anzeigen können, ne? Da sagt er mir, dass da keine Menschen sind, keine Arbeiter zur Verfügung stehen. Anstatt zu sagen, hier, der braucht auch noch Strom. Guck, da ist mal da. So, die können zurück, alle beide. Ne, Moment. Der ist ja noch nicht ganz leer. Alles. Nahrung. Wo hatten wir denn hier die Nahrung gespeichert? Was war Nahrung für ein Symbol? So ein Apfel da. Ja. Universallager. Boah, das. Was? Ach, ich wollte schon sagen. Dann pack das ruhig ins Universallager. So, wo ist hier der Kabelfehler? Wird schon repariert, oder? Jetzt wird's repariert. Tschüss. Sag mal, wie geht's dir denn? Ich hab schon Kolonisten. Aber ich finde, wieso sind hier nur 12 von 24? Hier war noch viel mehr am Start. Alles ausladen und du auch alles ausladen. Hä? Quatsch, falsch. Ah, das ging ja wieder so blöd. Ressourcen entladen. Alles. So, hier wird gearbeitet. Bei dem Metallextraktor. Und wie sieht's mit Edelmetallen aus jetzt generell? Edelmetalle. Nein, ich habe noch keine Edelmetalle. Das ist defekt. Ich will mal an den Prioritäten nicht zu sehr rumschrauben. Was ist denn noch cool? Mehr Ach, guck mal an. Die Apartments reichen wahrscheinlich gar nicht aus. Weil hier können 24... Alles klar. Müsste sich jetzt eigentlich füllen, sobald das Gebäude steht. Und finde ich jetzt blöd. Das Lebensmittelgeschäft. Ich müsste es eigentlich irgendwie abreißen. Oh, krass, guck mal, wie die Menschen jetzt dahin gebracht werden und die Ressourcen. Lol, da rein, da raus. Sektor gescannt. Sektor gescannt. Ihr hört wahrscheinlich manchmal, wenn ich so das Mausrad durchdrehen lasse. Weg. So, wie sieht's aus? Der hat noch Zeug drauf. Nahrung. Der hat auch noch ein paar Sachen. Oh. Der ist noch beladen. Ach, das ist echt schon voll. Die sind alle schon voll. Dann muss ein neues Lager eröffnet werden. So. Reicht ja auch noch nicht. Habe ich eigentlich ein Lebensmittellager direkt? Ja, ganz ehrlich, wisst ihr was? Ich weiß, wo waren denn die Speziallager hin? Research complete. Oh, und wir müssten mal hier einen Cut machen. Ich danke fürs Einschalten. Gebt mir einen Daumen nach oben, dass die diesmal alle überleben und da oben leben wollen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Haut drin, bis dahin. Tschüss.